Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 für den Nintendo 64. Letztes Mal waren wir stehen geblieben, haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, hier rechts das Wasserlevel gemacht. Ja, dann wollen wir doch jetzt mal durch, durch welche Tür gehen wir denn jetzt mal? Genau, wir gehen jetzt mal durch diese Tür hier. Und nehmen erstmal den Mauszeiger aus dem Bild. Mensch, ein Sorry an dieser Stelle. Ein Buh, wer hätte es erwartet? Dann folgen wir dem doch mal ganz unauffällig und schauen mal, was er so für uns parat hat. Oh mein Gott, die Invasion der Buhs, das geht ja gar nicht klar. So, aber den wollen wir hier mal besiegen, weil dann kriegen wir nämlich diesen, haben wir dann hier. Und das ist der Big Boost Burg. Geh auf Geisterjagd, ist unser erster Stern. Und. Ja. Komm nur näher. ja, danke. Solange du nicht der Pedobär bist, ist alles super. So, dann wollen wir mal hier reinschauen. Oh, hier haben wir natürlich nichts, was irgendeine Art und Weise jetzt für diesen Stern weiterbringt. Oh mein Gott, fliegende Stühle. Und Buh. Mein Buh, komm her. Ja, jetzt müssen wir die Viecher auch nur noch besiegen können. Ah, das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Da kannst du aber was erleben. Jetzt habe ich aber Angst. Echt super toll. So. Und zwar Geisterjagd. Müssen wir drei Geister mit einer blauen Münze besiegen. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Ja, 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 ja. Ich bin nämlich auch schon ganz gespannt auf deinen großen Bruder. Der kann bestimmt auch nicht viel mehr wie du auch. Meine Fresse. Über diese überschätzten. Ja. So. Schauen wir mal eben. Hier. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Boah. Ha. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Ja, erzählt das eurem großen Bruder, Mensch. Bist du auch so einer? Der verrückten Art. Los, komm her, komm her. Na, komm her. Bot, 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 bot. Bot, 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 bot. Sei ein braves Geisterchen. Oder auch nicht. Dann müssen wir das jetzt suchen. Hierher, Geisterchen. Hierher. Bot, 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 bot. Nein! Genau. Und zwar, im Prinzip können wir hier nicht wirklich sterben, wenn wir irgendwo runterfallen. Weil wir landen immer hier unten. Im Geisterkarussell. Beziehungsweise neben dem Geisterkarussell. Und wenn ich jetzt hier mal aus dem Wasser rauskommen würde, könnte ich auch wieder hochgehen. Ja. Genau. Hier ist das Türchen. Wenn mir nicht alles täuscht, dass es auch wirklich das Türchen ist. Bin mir dann nämlich gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, aber gut. Ja, doch, es war das Türchen. Ah, hier haben wir den Aufzug. Den Aufzug des Todes. Oder wie ich ihn auch ganz freundlich nenne. Elevator of Death. Wow, ein Auge. Genau, jetzt sind wir wieder hier draußen. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir diesen blöden Buh jetzt mal die Leviten lesen können. Weil, ja. So ein bisschen Stress tut er ja schon. So, und. Ha! Das werde ich gerne meinem Großbruder erzählen. Ja, 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 ja. So. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, ist hier ein großer Buh. Ja, wir haben nämlich nicht alles richtig gemacht. Na, hier will ich auch nicht rein. Jetzt beginnt nämlich die Sache ein bisschen sich in die Länge zu ziehen. Wenn ich alles täusche, war hier doch noch ein Buh, oder? Dann das komm. Buh, 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 buh. Buh, 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 buh. Wo bist du? Da! Buh, 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 buh. Ja. Oder wollen im Karussell noch einer? Ich bin mir da gerade echt so überhaupt nicht sicher.
der Meinung, hier war noch irgendwo. Ah! Wusste ich's doch. Aber ob das jetzt der richtige ist? Ich glaube nicht. Doch. Ha, Buh! Du bist also der Unruhestifter. Jetzt wirst du das büßen, was du mir und meinen Geschwistern angetan hast. Ah! Da haben wir ihn ja. Genau, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, haben wir hier einen großen Buh. Den wir genauso einfach besiegen können, wie auch, die Lütten. Na, 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 na! Sag mal, kannst du mal aufhören, dich unsichtbar zu machen? Das nervt nämlich doch schon irgendwie. Danke sehr! So! Wollte ich gerade sagen. So, jetzt kommen wir nämlich auch ab sofort ins erste Obergeschoss. Auf Geisterjagd. Hey, neue Bestleistung, unser 27. Stern. Und Rinder. Stern Nummer 2 ist Besuch Big Boost Karussell. Ja. Jetzt wollen wir dahin, wo ich eben schon sagte, da wollen wir hin. Also da wollen wir eigentlich nicht hin. Und zwar zu Big Boost Karussell. Oh, geil. Nein, nee, ist nicht geil. Hui! So, und hier sind wir im Wasser. Oder wollen wir hier mal rein? Ein bisschen Feuer macht die ganze Sache dann doch auch gleich doppelt Spaß. Und hier wollen wir im Prinzip wieder Geister plätten. Wie, ja, eben auch schon. Am besten geht's wirklich drüber springen und dann mit einer Stampfattacke, weil, ja. Ich glaube, anders kann man die auch, glaube ich, gar nicht besiegen. Mann, jetzt stirbt doch! Ach, komm noch her! Danke! Jetzt haben wir hier wieder einen großen Buh, den müssen wir auch wieder besiegen. Also irgendwie bin ich so gerade voll das Déjà-vu. Ich weiß auch nicht wieso. Tja, und hab auch wieder einen Stern gekriegt. Mein Gott. Und das Karussell hat aufgehört. Wie sonst denn aufgehört? Ich mach die Musik ja so gern, Mensch. So, wo Stern Nummer 28? Tja. Ja. Besuche Big Boost Karussell. Speichern und weiter. So. Na komm. Lass dich besiegen. Du weißt doch, dass du es willst. Beziehungsweise ich weiß, dass du das willst, weil ich es will, weil... Egal. Lassen wir das. Müssen wir nicht weiter ausexistieren. So, löse das Büchereirätsel. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Sofern ist das eben nicht schon wahr. Gut, dann schauen wir mal. Ich glaube, die Bücherei war hier oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, das... Ein Auge. Bleib doch mal schön, Auge. Und bewach mal alles weiter. So, hier haben wir schon mal Bücher. Aber das ist nicht das, wo wir hin wollen. So, jetzt sind wir hier drüben. Das bringt uns auch nicht weiter. Au, 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 au. Gut, dann schauen wir hier mal rein. Ist hier eine Bücherei? Ne, hier ist nur allerhand anderer Mist. So. Ist hier eine Bücherei? Aua. Hier eine Bücherei? Ja. Ich glaube, das war so. Ne, so war das nicht. War das so? Ja, das war so. Dann so? Ne, so war das nicht. War das so? Nein, so war... Mann! Ich will doch da einfach nur... Das war so. Und so? Und so? Und, dann geht entweder hier was auf. Oder aber... Hier geht's auf. Schweinerei, dass es auch so lange braucht.
So, und Stern Nummer 29. Here we go. Und das Ganze ohne auch nur eine einzige Münze einzusammeln. Mensch, aktueller Bestrekord, oder? Oder? Ich weiß es gar nicht. So. Machen wir uns mal ran an den Stern. Kommst du mal her? Ich sagte, wir machen uns jetzt an den Stern. Danke, Boo. Warum nicht gleich so? Also, wir machen uns dann an den Stern. Nummer 4. Finde die 8 roten Münzen. Also, ich finde, diese Sterne, die sind mittlerweile so ausgelutscht. Also, ich meine... Warum hat man das wirklich in jede Welt reingenommen? Ich weiß, man muss zwar irgendwo so bei 120 Sternen oder noch ein bisschen Lückenfüller, aber trotzdem. Was soll denn das? Wenn ich alles falsch war, hier eine. Ja, genau. Danke. Beißendes Klavier. So. Komm jetzt mal beißender Flügel. So, dann mal hier oben eine. Geht über. Weg. Au! Wie ist diese Stühle einfach mal eiskalt auf mich abgesehen haben? Na, will mich wieder alles töten, was hier alles rumkriecht und fleucht und habt ihr nicht gesehen? Und na, alles will mich töten und ich weiß auch nicht. Irgendwie will mich hier alles töten. Ja, ich weiß, ganz was Neues, aber naja, kann man nichts machen. So, kommen wir jetzt hier hin, wo es auch eine rote Münze gibt. Na. Geh bloß weg. Mann, oh Mann. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 4. Gut, dann müssen die anderen 4 ja theoretisch hier oben sein. Ah, fangen wir mal hier an. In diesem Raum fangen wir an. Und wie wir sehen, sehen wir nichts, weil hier ist nichts. Super. Warum macht man solche Räume? Ganz ehrlich. Und ich glaube, hier war die Bücherei, wa? Und wenn wir nicht alles täuscht waren, hier... Genau. Hier war keine rote Münze. Also gehen wir wieder zurück. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, ich glaube, hier war auch keine. Doch, hier war eine. Na. Nicht runterfallen. So, geht doch. Oh, hätten wir schon mal 5 rote Münzen. Jetzt habe ich noch 3 rote Münzen und 2 Räume vor mir. Okay. Na. So, dann wollen wir mal schauen. Wo war jetzt, was? Weil, ich glaube, hier war noch irgendwo eine zweite versteckt. Mensch, bin ich ein Hellseher. Ah! Kannst du mal bitte oben bleiben? Nein. Mann, so. Schau mir in die Augen, kleines. Hallo. Hallo? Du bist doch bescheuert. Mann. Immer diese komischen Augen. Ja. So. Was haben wir hier? Kopf. Ja, wie war das hier noch? Genau. Jetzt wollen wir mal. Oh, und hier haben wir auch schon die letzte rote Münze. Ja, sehr schön. Ah, lass mich da durch. Boah, nee, warum gehst du denn jetzt da rein? Ja, okay, da kannst du auch durchgehen. Ist mal einerlei. Na. So. Jetzt wollen wir hier hochkommen und dann hier links und dann da und dann hier und Münzen einsammeln. 2 Sterne einsammeln. Here we go. Endlich. Stern Nummer 30. Hätten wir schon mal 1/5 geschafft. Nee, warte mal. Ein Viertel hätten wir geschafft, meine ich. Finde die 8 roten Münzen, unser 30. Stern. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft? Und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeier mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Yes, that's right, but da kommen wir später noch hin. Weil heute machen wir hier. Ich glaube, viel mehr will ich auch nicht aufheben. Weil, oh, Tag war anstrengend und überall Muskelkater. Von, keine Ahnung. So, kletter auf Big Boos Balkon. Ah, da müssen wir jetzt mal schauen, weil ich habe dann so eine kleine Befürchtung, die mich dann auch wiederum
rätseln lässt, weil... Ha. Ist halt so. Oh. Aber schauen wir mal. Erstmal wollen wir hier rüber. Dann wollen wir hier rein. Dann, wollen wir hier... Genau, jetzt wollen wir hier ganz gekonnt einen Wandsprung danach oben ausführen. Dann sind wir nämlich jetzt hier oben und können hier durch die Tür gehen und Big Moon finden. Mal wieder. Los, komm, lass ihn besiegen. Komm her. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Ich weiß, du willst es. Da ich weiß, dass du es willst, kriegst du es auch. Bäm! Und unser dritter Stern von einem großen Bu. Jetzt müssen wir dann nur noch irgendwie hinkommen. Das ist meist das, was sie am schwierigsten gestaltet. Nein, 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 nein! Och, Mann. Und zwar deswegen, weil das ein bisschen blöd ist mit dem Dach. Das ist nämlich ein bisschen steil. Aber nur so ein bisschen geringfügig. Warte mal, wieso gehe ich eigentlich hier rein, wenn ich genauso gut da drüben reingehen könnte? Ah, egal, frag nicht. Wie gesagt, anstrengender Tag gewesen. So. Ja. Nee, so nicht. Genau so wollen wir es machen. Und dann wollen wir hoffen, dass das diesmal besser klappt. Weil wir sind nämlich schon bei 17 Minuten. Ich meine, ich kann zwar unbegrenzt hochladen. Also, das sollte nicht das Problem sein. Aber. Warte mal. Sag. Boah, das wäre jetzt aber mies gewesen, wenn ich jetzt hier noch den falschen Stern geholt hätte. Juhu, und ein fünftes Leben für uns erstmal. So. Aber das ist der richtige Stern. Es ist der Stern 31 für uns, für euch, von mir, von den Boos. Kletterer auf Big Boos Balkon. Vorletzter Stern in dieser Welt fürs Erste. Wobei ich doch jetzt hoffe, dass ich den letzten auch kriege und dass ich da nicht erst noch einen Schalter verlasse. Oh. Wenn nicht, ist die nächste Folge ein, wir machen ganz viele Secrets. Finde das Auge im Geheimraum. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt ein klitzekleines Problem. Weil mir will so partout auch nicht mal einfallen, wo der Schalterpalast war, den wir brauchen dafür. Das ist natürlich, du bist auf jeden Fall kein geheimes Auge. Du bist zwar ein Auge, aber ein ziemlich hässliches Auge. So, dann schauen wir hier mal rein. Ach, warte, 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 warte. So, wir wollen hier rein. Genau. Und eigentlich, ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz so sicher. Wir schauen einfach mal. So, und jetzt wollen wir eigentlich... Oder geht das auch ohne? Nee, es geht nicht ohne. Das habe ich schon fast befürchtet. Ja. Gut. Ja. Nee. Mist. Wir wollten nämlich eigentlich hier durch. Durch das Ding wollen wir eigentlich durch. Geht nicht, weil uns da was ganz Entscheidendes für fehlt. Okay, dann soll das erstmal das für diesen Part gewesen sein. Dann holen wir das im nächsten Part nach. Ich bin Lerone. Falls euch die Videos gefallen, bewertet sie, kommentiert sie, liked sie, gebt mir einen Daumen hoch oder whatever, was ihr damit macht. Hauptsache Feedback. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis denn.